Hallihallo Leute, Let's Play Portal 2. Ich würde mal sagen, fangen wir direkt an, ohne groß zu labern. Nach Portal 1 kommt eben halt Portal 2, wenn ihr sehen könnt. Und ja. Ich versuche nochmal den guten. Also, das ist. Die Spiele sind immer ein bisschen dunkel. Dafür entschuldige ich mich, ich versuche nochmal irgendwie. Wow. Bisschen Helligkeit noch mit reinzubringen. Die Hyperschlaf dauerte 50 Tage. Im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen müssen alle Aperture Science Testsubjekte ein regelmäßiges, verpflichtendes Fitness- und Wellness-Training absolvieren. Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, sehen Sie zur Decke. Nein. Gut, Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, sehen Sie auf den Boden. Nee. Aua. Gut. Damit ist die Gymnastikübung des Fitness- und Wellness-Tests abgeschlossen. An der Wand befindet sich ein Gemälde. Stellen Sie sich bitte davor. Achso. Das ist Kunst. Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, bewundern Sie die Kunst. Das muss ich mir merken. Minecraft, ne? Wisst ihr? Sie sollten sich jetzt mental gestärkt fühlen. Sollte Sie die Bewunderung der Kunst intellektuell nicht hinreichend stimuliert haben, genießen Sie jetzt Kunst. Stimuliert. Gut, kehren Sie jetzt zum Bett zurück. Schlafen. Guten Morgen. Ihr Hyperschlaf dauerte 9. Wir möchten. Hey! Hallo? Jemand da drin? Das Enrichment Center umgehen verlassen müssen. Alle Tests. Machst du heute noch irgendwann die Tür auf? Ich bin nicht da. Kannst du die Tür aufmachen? Es wäre ziemlich dringend. Nein. Oder falls ihr eine englische. Nun mach schon die Tür auf! Das ist so aggressiv. Hallo, mein Freund. Mach doch mal die Tür auf. Und schreiben Sie uns. Ach, da kann ich Ihnen Nein sagen. Furchtbar gut aus. Nein, wirklich, ganz bestimmt. Geht's dir gut? Nein, beantworte die Frage nicht. Ich bin sicher, dir geht's gut. Du hast genügend Zeit, dich zu erholen. Lass es ruhig angehen. Bereiten Sie sich auf die Notevakuierung vor. Bleib ruhig, ganz ruhig. Vorbereiten. Mehr sollen wir nicht machen. Nur vorbereiten. Alles wird gut. Nicht bewegen. Ich hole uns schon hier. Verschwinde jetzt nicht! Oh, du könntest dich aber irgendwo festhalten. Nur ein kleiner Tipp. Blöder Sack. Alles klar mit dir da unten? Hörst du mich? Hallo? Ich will raus hier. Er sieht mich nicht gut. Nach ein paar Monaten im Hyperschlaf kommt es bei den meisten Testsubjekten zu kognitiven Einschränkungen. Du warst sogar noch ein bisschen länger im Dämmerzustand. Daher ist es nicht völlig abwegig, dass bei dir ein leichter Fall eines schwerwiegenden Hirnschadens vorliegt. Bleib ganz ruhig. Hirnschaden? Wenn du doch beunruhigt bist, dann bleib dabei. Das ist die angemessene Reaktion auf die Möglichkeit eines Hirnschadens. Yeah. Verstehst du, was ich sage? Ergeben meine Worte für dich irgendeinen Sinn? Wenn ja, dann sag einfach ja. Okay, das war Springen. Du bist gesprungen. Ist nicht schlimm. Sag mal Apfel. Apfel. Ich kann dir gleich noch was ganz anderes sagen, dass du hässlich bist. Okay, das war nah genug dran. Weiter so. Boah, Wheatley von der Nähe ist echt hässlich. Die Reaktorsicherungen sind nicht funktionstüchtig. Bereiten Sie sich auf die Kernschmelzen vor. Was? Wir sind hier doch nicht im Atomkraftwerk. Na schön, ich wollte es dir eigentlich nicht sagen, aber ich stecke hier ganz schön in der Klemme. Nein, nicht mein Bild. Das behalte ich. Wie geht's dir da unten? Hältst du die Stellung? Ich stehe drauf. Laut der logischen. Und darum weckt das Hyperschlafzentrum kein einziges Testsubjekt mehr auf. Warte, das ist ganz schön. Wenn es logisch wäre, würde es nicht wegfliegen. Natürlich keiner was. Nein, warum auch? Ich bin ja unwichtig. Und es war nicht logisch. Warum sollte man mich auch informieren über den Zustand der 10.000 Testsubjekte, die ich überwachen soll? Quassel nicht, ja, fahr das Auto. Siehst du das? Oder fahr das Teil hier, was auch immer das ist. Ist Platz für mich? Ich muss hier erstmal durchkommen. Bäm! Okay, ich muss mich konzentrieren. Aber rate mal, wer schuld ist, wenn das Management hier runterkommt und 10.000 nutzlose Matschbirnen vorfindet. Das frage ich mich aber auch. Ah, ein kleiner Zusammenstoß. Warte, ich muss das noch lesen, ich muss den anzeigen. Warte! Absprechen. Oh Mann, wenn dich jemand fragt, es wird dich niemand fragen, keine Angst. Aber wenn dich jemand fragt, dann sagst du. Ich kann's doch sehen! Wenn du das letzte Mal nachgesehen hast, sahen alle ziemlich lebendig aus. Claro? Nichts von wegen. Hier ist ein Loch.
Okay, darunter fall, bin ich tot, oder? Da. Auf der anderen Seite dieser Wand ist eine alte Teststrecke. Da gibt es etwas, das wir für unsere Flucht brauchen. Hier ist, glaube ich, eine Andockstation. Also, kannst du nicht lesen? Oh, fuck. Es ist keine Andockstation. Gute Nachricht, das ist keine Andockstation. Ach, danke. Das Rätsel wäre also gelöst. Ich versuche es jetzt manuell. Könnte kompliziert werden. Hab ein bisschen Geduld. Fast geschafft. Nochmal. Du suchst eine Waffe, die Löcher macht. Nicht wie bei Revolverkugeln, sondern... Na, du wirst es schon merken. Also, schön bei der Sache bleiben jetzt. Das hätten wir. Aber jetzt mal ehrlich, du bist... Boah, die Wand ist aber ganz schön nah abgetrennt. Lauf. Aber, Ja. Hallo. Aber, viel Glück. Aufgrund von Umständen, nein, ich lebe nicht mehr. Apokalyptische Ausmaße außerhalb unserer Kontrolle. Hey, wo haben die mein Bett hier? Derzeit technische Schwierigkeiten. Dank des Notfall-Testprotokolls müssen die Tests jedoch nicht unterbrochen werden. Diese Aufzeichnungen geben ihnen Anweisungen und Motivation. So können wir auch in Zeiten sozialer, wirtschaftlicher und struktureller Zusammenbrüche weiterforschen. Los, Radio, mach ihn fertig. Tests beginnen in 3, 2, 1. Los! Ja! Oh Gott, wir hätten hier nicht geputzt. So, das funktioniert. Ich sagte, seht ihr? Haben diese Tests die Notsituation ausgelöst, besteht kein Grund zur Sorge. Es ist unwahrscheinlich, dass dies zweimal passiert. Ich glaube, ich nehme das Radio mit. So irgendwie. Nie. Mir fehlt dieser alte Song. Beachten Sie das strahlende Partikelfeld am Ausgang. Dieser Aperture Science Emanzipationsgrill vaporisiert unerlaubtes Material, das mit ihm in Berührung kommt. Anno. Das kennen wir noch aus Portal 1, aber trotzdem. Drecksmaschine. Wenn Sie spüren, dass Flüssigkeit Ihren Hals hinabrennt, legen Sie sich auf den Rücken und üben Sie Druck auf Ihre Schläfen aus. Sie erleben lediglich den seltenen Fall, dass der Material-Emanzipationsgrill die Gehörgänge aus Ihrem Kopf entfernt hat. Ach, den werde ich eh nicht brauchen. So, nehmen. Ich drück gerne Knöpfe. Das ist das Einzige, was ich kann. Hui. Aber ich hasse es zu laufen. Gut. Portal, komm her. Aufgrund der technischen Schwierigkeiten sind Ihre Tests unbeaufsichtigt. Bevor Sie nach Abschluss der Tests zum Hyperstartzentrum zurückkehren, schreiben Sie sich Ihre Ergebnisse auf. Was? Ein Mitarbeiter von Stift. Zettel. Wird Sie den Aufbau der Zivilisation für ein Interview wiederbeleben. Gibt's hier Stifte oder einen Zettel oder... Oh Mann, oh. Ich kann's leider nicht aufschreiben, tut mir leid. Ja, ich freue mich schon auf dieses neue Let's Play von mir. König, einer empfindsamen Wolke oder sonstigen vernunftswidrigen oder unfähigen Instanzen regiert wird. Ja, jetzt funktioniert das aber. Los! Funktionier! Na bitte, geschafft! Wie kommt der hierher? Auf dem Podest da müsste eine Portalkanone liegen. Ich sehe sie aber nicht. Vielleicht ist sie runtergefallen. Willst du mal schnell nachsehen? Okay. Nein, schon okay. Schau dich ruhig um. Ja, okay, danke. Genau, bei dem Podest da vorne. Da ich nicht sehr viel machen kann gerade. Oh Gott. Hallo? Siehst du die Portalkanone? Wie sieht die aus? Außerdem, lebst du noch? Das ist vielleicht sogar noch nicht gesagt. Co, Hauptsache der Portalkanone geht's gut. Scheiß auf mich. Ich bin ja der Einzige, der sie bedienen kann oder so ein Scheiß. Eine Stunde, dann komme ich zurück. Und falls ich deine Leiche finde, werde ich sie begraben. Was? Gut. Also los dann. Wir sehen uns in einer Stunde, hoffe ich, wenn du nicht tot bist. Keine Angst, das wird nie geschehen. Einige Notfalltests erfordern eine ausführliche Interaktion mit tödlichen Militärandroiden. Keine Sorge. Den Androiden wurde das Lesen beigebracht und eine Kopie der Robotergesetze bereitgestellt, die sie sich alle teilen.
Gut, wenn Sie das Gefühl haben, dass ein Militär-Android Ihre Rechte nicht gemäß der Gesetze respektiert, tragen Sie dies in Ihr Protokoll ein. Ein zukünftiger Mitarbeiter von Aperture Science wird sich dann um den lästigen Papierkram kümmern. Spock, beamen Sie mich runter. Ein paar Minuten mache ich noch. Als ich das letzte Mal hier war, waren es irgendwie 9 Minuten oder so. Das heißt, ich werde noch ungefähr 6 Minuten machen. Oder 2 Tests, kann man, um genau zu sein. Oder ich versuch's. Der nächste Test ist sehr gefährlich. Um zu vermeiden, dass Ihnen die Gesichtszüge entgleiten, folgt nun ein wenig Jazzmusik. In 3, 2, 1. Ha, wie geil. Ja, ich habe eine Errungenschaft freigeschaltet. Die schaltet man frei, wenn man ein... Wenn man einen Cube, ohne ihn zu berühren, auf so einen Knopf gelegt hat. Ich finde die Errungenschaft eigentlich ziemlich nützlich. Das ist doch das erste Mal, dass ich sie erreicht habe, darum freue ich mich. Gute Arbeit. Da es sich bei dieser Nachricht um eine Aufzeichnung handelt, beruhen alle Aussagen zu Ihrem Erfolg auf reiner Spekulation. Bitte ignorieren Sie unverdientes Lob. Oh. Soll ich jetzt da durchgehen oder soll ich hier hoch? Testkammern. Unreason. Jigsaw. Eine Katze. Ah, hier geht's weiter. Bah. Ich verstehe es nicht. Ganz oben ist alles verkommen. Weiter unten wird's immer besser. Ich verstehe das einfach nicht. In Portal 2 sieht man auch nicht, ob man hoch oder runter fährt. Ich denke mal, da fährt man dann hoch. Und arbeitet sich dann von Schicht zu Schicht runter. Wenn Meteoriten oder anderen Weltraumobjekten bombardiert, meiden Sie bitte ungeschützte Testumgebungen, in denen ein Mangel an Schutz vor Trümmern aus dem All kein ausdrücklicher Teil des Tests ist. Ich glaube, so doof werde ich schon nicht sein, dass ich dann irgendwie... So. Cube. Cube. Komm zu mir. Ach, da. Ne, da ist er. Cube, warte hier. Was machst du? Ah, okay. Cube, ich brauch dich. Was macht ihr? Ah, okay. Du bringst mir einen weiteren Cube. Ja, das Rätsel kenne ich schon. Darum... Also einige Rätsel kenne ich. Die sind auch wirklich nicht sehr schwer. Und einige Rätsel, da muss ich immer wieder aufs Neue nachdenken. Wie bei meinem neuen Let's Play, was ich dann der nächste starten werde. Das Center weist darauf hin, dass Sie, auch wenn die Lage aussichtslos erscheint, nicht alleine sind. Die Bandansagen von Aperture Science bleiben auch in apokalyptischen Niedrigenergieumgebungen mit weniger als 1,1 Volt aktiv. Obwohl, das ist aber eine ganze Menge. Ja, okay, aber für so eine große Anlage 1, ist ziemlich wenig. Aber ich denke mal, da unsere Zeit jetzt auch schon wieder rum ist, muss ich sagen, tschüss. Die Prinzipien der Fortbewegung durch. Oder ich fahre noch ein bisschen zu Ende gelabert und mach die Testkammer noch. Ich nicht mehr gelten, so helfe ihm Gott. Und wenn ich nicht glaube, ich bin. Ich höre die Krähen schon noch. Krähen, ey. Miau. So, da geht es auf und jetzt muss hier irgendwo was kommen. So. Cubi, willst du zuerst oder soll ich? Er ist ohne mich gegangen. Sollten Sie keiner unserer Mitarbeiter sein und diese Anlage infolge des Zusammenbruchs der Zivilisation entdeckt haben, willkommen. Vergessen Sie nicht, Tests sind die Zukunft und die Zukunft beginnt mit Ihnen. Ja, das gehört immer noch zur Testkammer, darum würde ich mal sagen. Machen wir diese kleine restliche Kammer noch eben.
Okay, das hat nicht sehr viel gebracht. Aber ich erkunde immer sehr viel. Okay, da muss ich hin. Das heißt, da das Portal. QB und ich verschwinden. Sehr intelligent gelöst. Das funktioniert nicht. Und dann habe ich erst diesen Eingang entdeckt. Und da ein Portal. Das war ein Portal 1 zum Beispiel nicht. Das fand ich sehr toll. Sie können stolz sein, so weit gekommen zu sein. Sollten Sie zu dumm, alt oder verstrahlt sein, um die Zivilisation neu zu starten, kehren Sie zu Ihrem primitiven Stamm zurück und schicken Sie uns jemanden, der besser für die Tests geeignet ist. Ja, danke für diese tolle Ansage. Ich denke mal, unsere Zeit wird langsam knapp hier und hoffentlich wird unser Portal 2 Let's Play genauso gut anfangen oder enden wie das Portal 1 Let's Play, dass ich GLaDOS in den Arsch trete. Ciao!